Lass uns zu dem Teil übergehen, wo ich bezahlt werde. Mir ist egal, welche Halluzinogene du geschluckt hast. Wie gesagt, wenn ich das ganze Live-Let's Play auf Twitch nochmal in der Psycho-Version, dann werde ich solche Fragen hier stellen. Das ist einfach nur lustig. If we're gonna see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting doubts aside. Okay, wenn du Außerirdische sagst, wovon reden wir denn genau? Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with Halcyon biology to twist us, change us. Make us more like those monsters on Monarch. Ja. Weil... Also, wir haben zumindest keinerlei Hinweise auf intelligente, uns ebenbürtig intelligente Außerirdische, die auch sprechen und Sachen herstellen, sich waffnen. Wir haben ja nur eine außerirdische Fauna haben wir bisher gesehen. Ich meine, gut, keine Ahnung, wie intelligent die waren. Aber haben jetzt nicht so den intelligentesten Eindruck gemacht, würde ich mal sagen. Diese kleinen grünen Bastarde müssen bezahlen. Ich habe mich Subway angeschlossen, damit ich Verbrechen begehen kann, nicht um die Menschheit zu retten. Ne, machen wir mal den hier. No kidding. That's how they want it. When I lined up the evidence in my spreadsheet, there was only one possible conclusion looking back at me. This is my data talking, not my anxiety or lack of sleep. Alles klar. Das reicht jetzt. Sag mir, was getan werden muss. Das ist eine blöde Frage. Dr. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species. I need you to put a bullet through her skull. Klingt nach schmutziger Arbeit. Ich nehme den Auftrag an. Mord wird von seinem Subunternehmer Arbeitsabkommen nicht gedeckt. Wieso muss Charlotte sterben? She's a research scientist and a damn good one. Before UDL poached her, she engineered a 0.2% increase in cysty pig juiciness. Weiß. Now she's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. Das stimmt allerdings. Seit wann haben wir Prinzipien? It's cute that you'd think that about me. I just want to add savior of humanity to my resume. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Wie passt Chant in deine Alien-Verschwörungstheorie? Die Labore, in die ich gegangen bin, haben keinen so bösen Anschein erweckt. Weiß ich nicht. We're far beyond theories. Chartrand's logs, the gas, the suspension tanks. How much proof do you need? Weiß ich nicht. Wake up, Captain. An invasion needs collaborators working from the shadows. She has access to the board, unlimited funds and a colony full of sheep. Ich sehe da ehrlich gesagt noch nichts von denen. Do you usually come across innocent people trapped in suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Okay. Just imagine the experiments she carted off to her next lab. Ja. Da würde Mengele feuchte Träume kriegen, du. Mord wird von meinem Subunternehmer Arbeitsabkommen nicht gedeckt. Klingt nach schmutziger Arbeit. Ja, wir machen das schon. This keycard will get you through the front door of her Byzantium estate. Oh, ach ja, dann. Okay. Die ist also auch da.
By now, the other side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Alles klar. Karte. Unreliable innen. Oder gucke ich nochmal hier auf der Groundbreaker eben. Nee. Das kann ich auch auf Byzantium, warte mal. Wir gehen auf die Unreliable. Und dann begeben wir uns to the city. Crew report. Miyoka is drunk. Surprise. Surprise, surprise. Oh, guck mal, jetzt habe ich den erhalten, den ich gesammelt habe. Und jetzt würde mich noch interessieren, wo der steht. Hilfe, lass mich mal. Wir erhalten ständig irgendwelche Mitbringsel. Achso, im Maschinenraum wird er wohl kaum stehen. Hier ist nur ein Klo. Felix. Organic waste discovered in location X99-orange-5. -7-1. Positional mess now qualified as recurring. Calculating possible solutions. Calculating. Oh, cool. Calculating. Preparing to move all items quantified. Ist das Miyoka? Containing alcoholic properties. Miyoka ist besoffen und liegt hier wie tot in der Ecke. Alles klar. Ja, dann mach doch sauber, Junge. Aha. Ah ja, Meditationspillen. Kaputte Schneekugel. Wo ist denn, hab ich das bekommen oder was ist das bei mir hier drin? Schädel. Tja, keine Ahnung. Wo das Ding jetzt steht. Hier? Auch nicht, na gut. Werkbank. Muss ich jetzt gerade nicht. Wir ziehen weiter. So. Nein, warte mal. Tagebuch. Das letzte Experiment. Hä? Warte mal. Tagebuch. So. Terra 2. Da können wir direkt hoch. Okay. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Byzantium, ja, wir schauen mal. Und hier nehme ich nicht die Besoffene mit, sondern hier nehme ich Ellie mit. Kennt sich ja hier aus, der ihre Eltern wohnen ja hier. Was leider in den Aufnahmen auch verschollen ist, die wieder leider abhanden gekommen sind. Darum erwähne ich es jetzt mal. Hey, warte mal, was ist denn los hier? Mein Ruf? Oh. Ist es jetzt so schlimm schon? Das tut mir leid.
Sollen die doch Geser hier angreifen? Ja. Das ist natürlich sehr ungünstig, dass wir jetzt hier doch schon wieder Krieg haben. Aber gut, dann können wir die jetzt hier endlich alle ausschalten. Was soll's? Das interessiert mich auch nicht mehr. So, jetzt habe ich hier Helme. Was habe ich denn hier jetzt bekommen? Habe ich hier irgendeinen dicken Helm? 2914. Eine Scheiße habe ich hier bekommen. Okay, Freunde. Ja, es tut mir sehr leid, Freunde. Haben die hier alle nichts? Was ist denn los? Oh Mann, ey, jetzt machen wir hier aber echt Rambazamba. So, wir schauen einmal. 22, 26. Naja. Verkaufen. Das kann weg, das kann weg. Das auch. Da brauche ich das Ding noch. Ach komm, ich brauche keinen Flammenwerfer. Rüstungstechnisch 29, 29, 14. Das Ding kann auch weg. So. Was habe ich hier? 46, 46. Und Ellie? Okay, die hat dieses Ding, die hat diese Sachen an. Gut. Ich würde sagen, wir begeben uns mal nach unten. Nach oben begeben wir. Nach oben begeben wir uns? Okay. Oh Mann, jetzt wird's hier. So. Alter, sind hier viele Leute. Was ist hier los, ey? Aber gut, der Vorstand ist halt nicht mehr so lustig. Die Alte ist gar nicht mehr da. Guck mal, sie ist weg. Und ich dachte, ich könnte die jetzt platt machen. Oder war sie das hier? Ne. Es war nur ihr Lakai. Doch hier ist sie. Jawohl. Kopflos. Durch die Nacht. Wieso ist das hier verschlossen? Hier den feinen Fusel. Kippen, die haben alles natürlich hier. Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel? Na gut, ich habe hier alles eingesammelt. Naja, ich guck nochmal. Da komme ich nicht rein. Hier drüben können wir auch noch mal gucken. Aha. So, hier war ich natürlich schon. Wichtig, kann ich hier noch irgendwas machen? Achso, ja, das hat man schon. Das hatte ich schon. Aber das zeige ich gerne noch mal. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately,
We've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. Mittelfristig. But we're doing it together, and that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. Toll, hört sich das an. Typischer Politiker. Die können auch Scheiße zu Gold machen. Zumindest mit Worten. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Ist klar. The board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Ja, so viel dazu. Das ist den ihr Plan in a nutshell. Also, man sieht, es sind richtige Drecksäcke und im Endeffekt wollen sie alle einfrieren, außer hier ihr Byzantium, und die können dann hier in Saus und Braus leben quasi. Und der hat das natürlich nur ganz nett verpackt. Irgendwann werden wir alle wieder aufwecken, na klar, wenn hier alles besser ist und so. Scheißen die doch drauf. Die haben ja ihre Roboter, die Arbeit tun, die müssen die ja nicht machen, da brauchen sie auch keine Useless Eaters. Nennt man die ja, ne? So, also auch bei uns so. Wir sind ja auch alles Useless Eaters. Für die Machtelite. Ja. Spiegelt so ein bisschen unsere Gesellschaft wieder. Oder unsere, naja, unsere Mächtigen, wie die so denken, was die so gerne hätten. Schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Kommt mir so vor. Ich kann mich ja täuschen. Schön wär's, aber ich befürchte, das kommt schon so ungefähr. Kommt schon so ungefähr. Kommt nicht von ungefähr. Da ist die Dame. 47 Meter. So. Upsi. Machen wir eben alles platt da hinten. Jetzt hier alle rum. Scheiße, die werden aber auch nicht wach, ne? Lange hier nicht alles wieder. Zum Glück können die hier nicht einfach so rein, aber irgendwer lebt da draußen noch. Freunde, kommt ihr mal? Alles klar. So, die Byzantiner hier.
Das nehmen wir uns noch alles. Beatrice Reichert. Wer, wie arbeitet die für die? Dann musst du leider. Nice one! So. Ich dachte, die gehört dazu. Die hatte einen Namen. Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal. Oh Gott, hier draußen kriegen wir jetzt richtig Stress. Ich muss mich ducken. Hier ist viel los. Lalalalalala. Fuck. Warte, da sind noch ein paar. Haben wir alles? Sehr schön. So, Ministerium für Akkuratheit, da können wir gleich auch nochmal reingehen. Ich schaue mich in der Zeit hier um. Hier, die liegen alle hier so doof in der Gegend rum. Ich weiß gar nicht, warum die alle so doof rumliegen. Haben die, ist ja heute schon wieder Feiertag, haben die alle gesoffen oder was ist da los? Brauche ich gar nicht. Alle machen wir aus. So, habe ich hier irgendwas Duftes bekommen? 6,95. Was ist die Standardrüstung hier? Von denen. Ministerium für Akkuratheit. Wo muss ich denn? Ich muss nach da unten. Aber ich gehe mal kurz hier ins Ministerium für Akkuratheit. Ich glaube, da sind nämlich auch noch die ein oder anderen, die sich ein paar Kugeln einfangen möchten. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn wir schon mal hier sind. Hi. Hier sind viele Wachen. In der Tat. Was? Junge, Junge, Junge. Hier hatte ich schon so gut wie alles mir geholt, ne? Eine Konzernwache. Genau, schön weiterarbeiten hier, Freunde. Es gibt nichts zu sehen. Hier ist auch noch eine Konzernwache. So, ich gehe jetzt hier auch ruhig nochmal überall rein, ne, weil die Aufnahmen sind ja weg. Das heißt, es ist ja jetzt hier nichts, was man schon gesehen hat im Let's Play. Sonst würde ich mir das jetzt sparen. Aber so. Passt das ja. Ja, hatte ich nämlich auch schon Aufgaben. Aber ich hatte ja erzählt, für die, die es jetzt nicht geschaut haben, ist ja schon wieder ein paar Folgen her, dass mir ungefähr 15 Stunden Aufnahme oder 15, 17 Stunden um den Dreh. Auf jeden Fall über 30 Folgen
Ja, sind Schrott, weil kein Ton aufgenommen wurde. Und ja, die kann man jetzt hier nicht mehr sehen. Leider. Ich habe auch schon, wie gesagt, gekotzt. Mehr als ich essen konnte. Und ja, habe schon fast überlegt, das LP abzubrechen, weil es keinen Sinn macht. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich spiele das einfach an der Stelle weiter und erzähle, was passiert ist. In der Zeit, wo ich hier... Und dann... was wollte ich jetzt noch machen? Erzähle, was passiert ist. Und die Sachen, die man jetzt hier nicht sieht, die 15 Stunden, die kann man dann gerne bei mir auf dem Twitch-Kanal LetakLP, genauso wie hier, unter LetakLP, kann man die sich anschauen, wenn ich das Live-LP nochmal mache, wo ich dann nochmal die Psycho-Version spiele. Mach ich schon mal alle platt hier. Kleine Rüstungskammer, geil. Viel Munition, nehmen wir immer. Sehr nice. Schön, auch noch ein Gewehrchen. Wir können uns mal hier umschauen. So, die werden natürlich alle platt gemacht hier. Und noch irgendwelche. Jawoll. Here it comes! Wen schießen die? Das hier ist übrigens das Labor, wo wir waren, wo wir, ne, war das hier? Ich meine, das war hier. Hier haben wir das ganze, die ganzen Chemikalien geklaut, dieses, DMSO. Damit wir die Leute auf der Hope wieder auftauen können. Nur dafür müssen dann halt die Leute, die hier in den Tanks liegen, ja, eingefroren bleiben. Weil für die reicht das Gas dann nicht mehr. Oder Gas, die Dinger halt. Bin ich... Wo war ich jetzt? Hä, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ach, hier war das. Hier? Ich würde hier gerne mal runter, ja. Okay, aber... Kann im Kampf nicht verwendet werden. Nicht noch am Kämpfen? Ich dachte, ich kämpfe gar nicht mehr. Jetzt kann ich hier dran. So, hier war ich schon drin. Schauen wir uns mal weiter um. No visitors allowed. I'm gonna need to see some identification. Du kannst mich mal am Arsch lächeln. Intruder! Ich
So. Ich glaube, das sollten jetzt auch alle sein, ne? Hier sind wir durch, okay. Wieder hoch. Gut, da sind nur noch Wissenschaftler da unten. Dann gehen wir mal. Haben wir uns das hier auch mal angeschaut.